herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Interviews unter dem Turm hier auf Außendreh in Friedrichshafen am Bodensee. Hier findet die Ham Radio statt, Europas größte Amateurfunk-Fachmesse. Und jetzt sehen wir mal, wen ich gleich vor dem Mikrofon habe. Du lieferst hier eine Top-Show ab und das schon seit ganz vielen Jahren. Was findet hier auf der Ham Radio heuer statt? Ja, also das ist die Software Defined Radio Academy. Wir haben die Veranstaltung heuer zum 18. Mal, also wir sind jetzt schon 8 Jahre hier. Wir waren nie woanders. Es ist eine Teilveranstaltung der HEM und wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Thema Software Defined Radio, das ja auch vielleicht nicht ganz so einfach ist, dem hiesigen Publikum näher zu bringen und eine Lernplattform zu organisieren, wo man Vorträge anhören kann, wo man Tutorials mitmachen kann, damit man in das Thema Software-Defined Radio einfach besser reinkommt. Jetzt hast du es schon angesprochen, Software-Defined Radio. Was muss sich der Zuschauer darunter vorstellen? Also jeder hat einen Laptop. Im Laptop ist eine Soundkarte. Und die Soundkarte da kann man einen Lautsprecher anschließen, man kann ein Mikrofon anschließen. Ja. In dem Fall schließt man an die Soundkarte an das Antennensignal, ja, schließt man den Wandler an, ja, und es kommt dann hinten eine Beschreibung der Hochfrequenz raus. Ja. Das ist einmal das erste wichtige Element und das zweite wichtige Element ist die Weiterverarbeitung mittels Software. Das heißt, ich kann daraus dann alles machen. Ja. Gerätetechnisch ist es beinahe egal, ob ich jetzt ein Oszilloskop habe oder einen Spektrum-Analyzer oder ein Funkgerät oder es ist beliebig. Ja. Also weil sobald ich mal die Beschreibung der Welle habe im Datenformat, ist es nur noch eine Sache der Software, was ich dann an Anwendungen hinten draus mache. SDR ist ja ganz, ganz, ganz groß im Kommen. Ja? Das ist ja das Thema überhaupt bei den Funkamateuren. Warum? Warum sind die Funkamateure so begeistert von SDR? Ja, ich denke, erst einmal, weil es die Geräteentwicklung sehr flexibel macht, weil wir wieder dorthin kommen, dass man selber auch sehr viel machen kann. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren, wir hatten ja so eine Lücke drin. Ja. Da kamen dann erstmal die Surface Mounted Device, SMD-Bauteilentwicklungen, wo man da nicht mehr sehr viel machen konnte, wenn man nicht eine Lupe und einen Lötofen zu Hause hatte. Mittlerweile gibt es wieder die Breakout Boards aus der Maker-Community. Schöne Sache, super Sache. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele Leute, die auch gern programmieren und die sich mit Software beschäftigen. Und für die ist es sehr attraktiv, in der Signalverarbeitung selber tatsächlich mal was zu entwickeln, mal was zu machen. Und es lädt eben sehr ein für Innovation, ja, dass man einfach selber wieder was machen kann, aber in diesem Fall auch funktechnisch im Bereich der Software. Da hört man schon, dass ihr richtige Fachmänner für Funktechnik seid und das Vortragsprogramm ja bei euch total hochkarätig auch besetzt ist. Der Amateurfunk ist modern und digital. Wie kann das sein, dass der Volksmund noch sagt, was ist Amateurfunk? Gibt es denn das noch? Naja, sie wissen es halt nicht. Aber modern und digital aufgestellt seid ihr auf jeden Fall. Auf wen freust du dich denn ganz besonders oder auf wen hast du dich gestern bereits gefreut? Ja, also gestern, am gestrigen Tag, da hatten wir unsere guten, sehr, sehr guten Freunde, Kollegen und Partner aus Frankreich hier. Das ist die European GNU Radio Days. Da hat sich in den letzten 2 Jahren eine sehr kollegiale Partnerschaft entwickelt. Franzosen, die hatten ja eine Veranstaltung zuletzt in Poitiers, ja, die dann wegen Corona abgesagt werden musste und dann haben sie uns gefragt, ob wir die Referenten übernehmen können, weil die Leute hatten ja schon Vorträge ausgearbeitet und Papers geschrieben und die Frage ist, was machen wir jetzt mit denen? Lässt man die fallen oder gibt man denen eine Bühne? Und wir haben denen dann die Bühne gegeben und die Zusammenarbeit hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Ich bin den Kollegen dort auch extrem dankbar. Also GNU Radio ist ein Software-Framework, mit dem man sehr flexibel Signalverarbeitungsstränge bauen kann. Und das Framework ist vor allem in der Lehre und in der Ausbildung sehr beliebt. Es bildet natürlich nur einen Teilbereich in dem ganzen SDR-Thema ab.
Aber wir haben gesagt, wir adressieren im Prinzip eigentlich das gleiche Publikum, wobei die European New Radio Days eigentlich eher so ein bisschen akademisch sind. Sie sind im Uni-Kontext entstanden. Wir sind hier, ich sage mal, eher im Bereich der Praktika entstanden. Aber das ergänzt sich außerordentlich gut. Und ja, und so haben wir jetzt das erste Mal die Gelegenheit gehabt, dass unsere französischen Kollegen auch mal hier in Friedrichshafen was machen konnten. Und sie haben gesagt, sie machen jetzt hier Tutorials. Wir hatten gestern Tutorials zu digitaler Signalverarbeitung, also Datenübertragung, also wie übertrage ich mit SDR auch Daten. Und wir hatten eine zweite Session zum, ich sage mal, großen Titel FPGA, weil wir sehen, dass FPGAs eine immer wichtigere Rolle spielen. Also man geht im Prinzip ein bisschen weg von einer PC-basierten Signalverarbeitung, wo ich halt dann vorne ein kleines Gerät habe und den Rest mache im PC, sondern wir gehen hin dazu, dass wir einen großen Teil in den FPGA verlagern. Aus welchem Grund? Weil es schneller ist, weil es billiger ist. Und weil die Gerätetechnik damit auch wesentlich kleiner werden kann. Und ihr habt heute einen ganz tollen Preis. Oder habe ich da jetzt schon zu viel verraten? Ja, wir haben heute eine Preisverleihung. Das ist ein Teil der heutigen Veranstaltung. Also heute, jetzt habe ich sehr viel über die französischen Kollegen und ihr Programm gesprochen, gerade vorher. Heute ist natürlich der Hauptteil der SDRA, der Software Defined Radio Academy. Und wir haben heute um 12 Uhr mittags eine Preisverleihung. Professor Rode hat einen Preis gestiftet, den Ulrich L. Rode Award für Innovation im Bereich Software Defined Radio. Professor Rode ist ja gilt eigentlich als der Erfinder von SDR, weil er vor über 30 Jahren schon darüber nachgedacht hat, wie man Hochfrequenz auch mathematisch fassen und verarbeiten kann, und hat da den Grundstein gelegt für das, was wir jetzt innovativ im gesamten Bereich der Funktechnik so sehen können. Ja. Und der Preis ist mit 500 Euro dotiert und wird als Paper Award dieses Jahr vergeben. Und ich freue mich schon sehr auf die Preisvergabe, denn sie wird auch vorgenommen durch den Präsidenten der IAU, der International Amateur Radio Union, Sylvain Azarian. Und man sieht da auch die Wahrnehmung des Themas. Ja, also wenn das Thema SDR bis an die Spitze der IAU vorgedrungen ist und Sylvain Azarian sich nicht nehmen lässt, den Preis selber zu vergeben. Also wir fühlen uns als Organisatoren sehr geehrt, dass das so passiert. Warum stiftet Professor Rode so einen Preis? Was liegt Ihnen da besonders am Herzen, dass er diesen Award ausgeschrieben hat? Ja, für Professor Rode ist die Weiterentwicklung von SDR eine Herzensangelegenheit. Es ist ja, ich würde schon sagen, es ist sein Lebensthema. Er ist ein Mensch, der Dinge anstoßen will, der Dinge verändern will und der honoriert, wenn es Forschung gibt, Innovation. Ja. Und das hat ihn bewegt, den Preis zu stiften. Und weil er ihn gesehen hat, es gibt auch Innovation hier, sehr entscheidende, wichtige Beiträge. Er ist ja sowieso unser Sponsor seit vielen Jahren, also er kennt uns gut. Also er ist eigentlich der finanzielle Träger der SDRA. Und jetzt hat er uns noch die Möglichkeit gegeben, auch Beiträge zu honorieren. Und ja, ich finde das super, ich finde das fantastisch und ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar dafür. Das war mein Interview unter dem Turm mit Markus Heller, DL8RDS von der Software Defined Radio Akademie, der uns gezeigt hat, wie modern und digital der Amateurfunk heutzutage aufgestellt ist. Ich freue mich auf weitere Gesprächspartner hier in Friedrichshafen und verabschiede mich mit VY73, eure Steffi, Delta Oscar 7, Papa Romeo. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, drückt auf Gefällt mir, abonniert ihn und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann drückt die Glocke. 73 aus Baunatal.